Ich melde mich heute hier aus dem Verkehrsmuseum von Dresden. Viele Besucher strömen gerade wieder hier herein. Und ich habe vor wenigen Minuten hier meine Ausstellung aufgebaut. Die weiße Flotte. Bleistiftzeichnungen von Thomas Bartels. Zu sehen sind hier 23 Zeichnungen, die ich alle zum Thema der Weißen Flotte hier auf der Elbe gezeichnet habe. Hier haben wir zum Beispiel die Friedrich Engels, ein Seitenrad-Luxusmotor-Schiff. Ja, sorry für die Blendung hier. Es ist natürlich ein herrlicher Tag. Hier haben wir auch noch mal zwei Zeichnungen in Hochkant. Die habe ich in über 4 Jahren gezeichnet. Das ist so ein Nebenprojekt von mir. Und ich bin natürlich sehr stolz darauf, dass das nun hier im Jahre 2017 im berühmten Verkehrsmuseum von Dresden ausgestellt wird. Hier haben wir die Zeichnung mit dem Motto: extra groß sind DIN A3 und extra auch mit den beiden Schiffen, die zu meinen Kinderzeiten meine Lieblingsschiffe waren. Die Weltfrieden, die heute wieder Pillnitz heißt, und der junge Pionier. Und dazu zeige ich euch gleich noch was. Dann noch ein bisschen Geschichte über mich. Ja, und das ist das Beweisfoto. Das bin ich vor ganz genau 30 Jahren im Sommer 1987. Einen Urlaub an der Elbe vor dem Schaufelraddampfer Weltfrieden, den habe ich euch gerade gezeigt, die heute wieder als Pillnitz fährt. So, und hier als Abschluss zeige ich euch noch hier die Werft. Ich habe natürlich versucht, die Schiffe in möglichst vielen und unterschiedlichen Darstellungen zu zeigen. Und hier hinten befindet sich nämlich der Bug des jungen Pioniers. Also wir sind hier richtig in der Schifffahrtsausstellung des Verkehrsmuseums. Und das ist da. Der Bug des jungen Pioniers. Das Schiff wurde leider 2001 verschrottet. Und ich habe ihm in gezeichneter Form ein Denkmal besetzt. Also kommt bald hier zu Besuch ins Verkehrsmuseum Dresden. Und schaut euch mal die Ausstellung mit meinen Zeichnungen zur Weißen Flotte an. Ahoi!